weiteren Foot Champions Pack Opening mit und von Salerno 7 Games. Es ist wieder soweit, wir haben die Weekend League gespielt und haben in der Weekend League Gold 2 erreicht. Dafür gibt es, wie schon öfter bekommen, 45.000 Münzen, zwei seltene Megasets und ein seltener Goldset. Dann schauen wir mal, was da drin ist. Ich habe diesmal leider keine weiteren Packs mir noch dazu geholt. Einfach deswegen, weil die Packs, die ich bekommen habe, noch die letzten Tage sofort geöffnet habe, weil ich gehofft habe, noch ein paar von der Team der Woche zu bekommen von der letzten Woche. Aber bei meinem Pack-Luck habe ich natürlich nichts bekommen. Und ja, das ist hier das aktuelle Team der Woche. Da gibt es natürlich hier auch vor allem die 4, also wenn nicht sogar die 5 sind sehr interessant. Hier unten auch noch der junge Herr könnte interessant sein. Also ist Potenzial da. Schauen wir mal, was wir da bekommen. Und natürlich schon mal die 45.000 Münzen. Das ist schon mal sehr nice, schon mal ein bisschen gestiegen. Und ja, ein seltenen Goldset. Da sind 12 Objekte, alle selten und zwei seltenen Megaset. Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mit einem seltenen Goldset an. Mal schauen, was da drin ist. Kein Walkout. Auch keine geilen Schnuppen. Das heißt, es kommt jemand von Besiktas und das ist der Kadeshma. 83er, ja, wegen den ganzen Footmist Challenge. Ah, noch ein 83er. Könnten die vielleicht sogar ein bisschen was wert sein? Vielleicht 2k. Von daher ganz okay. Oh, und es gibt noch ein Vertragsset. Ah, da denkt man, da ist jetzt was richtig Geiles dabei. Und ja, was heißt geil, aber jedenfalls ein Goldset oder so. Und dann ist es nur ein Vertragsset. Ach ja. Da machst du nichts. So, der Rest kommt in den Verein. Und dann öffnen wir jetzt das Verträge-Set. Ja. Ist wirklich gemischt. So wie es angekündigt war. So, dann kommen wir jetzt zu den zwei seltenen Megasets. Ja, wäre natürlich schön, wenn da jetzt was drin ist. Schauen wir mal. Wieder kein Walkout. Ah, schon etwas größer. 84er. Isco. Isco, Disco. Machen wir fette Disco mit Isco. Yes. Ist so in Ordnung. Und noch Musacho, Tulala, noch mal ein paar gute hier. Ja, die sind was wert, auf jeden Fall allein wegen den Stärken her. Ist das schon okay? Ja, schöne Verträge. Ja, Teamtraining auch dabei, das ist auch immer sehr nice. Oh, Bundesliga, mal schauen, was das wert ist. Müsste auch was wert sein. Ja, ist ja, ich dachte, das wäre jedenfalls ein paar hundert wert, aber. Naja, machen wir einfach mal für 300 drauf. Liverpool-Trikot. Ja, auch noch einige Trikots mit dabei. Ja, das habe ich. Wieso habe ich das denn? Ich wusste gar nicht, dass ich das habe, aber gut zu wissen, dass ich das habe. Ist denn das was wert? Ja, nicht wirklich. Egal, auch einfach mal für 400 reinstellen. Den Rest packen wir zum Verein. Und jetzt das letzte seltene Megaset. Mann, Mann, Mann. Komm, nochmal so ein richtig, mindestens, ich will mindestens jetzt 10k haben. Ach, mindestens 20k, vielleicht auch 30k. Komm, Informspieler wäre schon heiß. Ein Informspieler oder ein Walkout. In 3, 2, 1. Nee, wieder zu schnell. Und kleine Sternschnuppen. Leider wieder in den Pack-Openings. Ah, Kaka! Hallo! Ich glaube, der war sogar mal Weltfußballer. Naja, war mal. Ist jetzt leider nichts mehr wert. Wenn ich den aktuellen Weltfußballer hätte, wäre es natürlich schöner gewesen. Ah, dieses Pack ist ne? Absoluter Mist, kann man ehrlich sagen. Das ist wirklich ein Scheiß-Pack. Alles nur Scheiße hier. Alter. Was ein Mist, ey, ehrlich. Ist ja der Hammer hier. Ja, das war's dann auch eigentlich schon wieder mit dem Pack Opening. Wie immer, wie wir es halt gewohnt sind, nichts gezogen. Ja, naja, egal. Da heißt es nur am Ball bleiben, weiterarbeiten, besser werden. Vielleicht nächstes Mal Gold 1. Jetzt war es auch eigentlich recht knapp. Zwei Sieger haben mir gefehlt. Ich hatte eigentlich ein paar Spiele genug, nur am Ende ging mir auch ein bisschen so die Kraft aus und ja.
Hab's dann nicht mehr geschafft, die zwei Siege zu holen. Und dadurch haben wir nur zwei seltene Megasets und ja, leider mit unserem Packluck nichts Vernünftiges gezogen, aber egal, beim nächsten Mal ist es vielleicht besser. Schaut beim nächsten Mal wieder rein und ja, bis zum nächsten Mal. Goodbye.